999. 3, 2, 1. Daily. Junge Startups. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rubrik Junge Startups. Mein Name ist Nina Weidenauer von Startup Insider und heute stellen sich wie immer drei spannende Jungunternehmen in einem Kurzporträt bei uns vor. Die Kriterien kennt ihr sicher schon alle. Die Startups sind nicht älter als 3 Jahre und haben noch kein Investment über 1 Million Euro eingesammelt. Wenn ihr hier auch mal gefeatured werden wollt, dann bewerbt euch doch gerne bei podcast@startupinsider.de. Wir haben heute 3 Startups, alle aus der Startup-Metropole Berlin. Unterschiedlicher könnten sie aber nicht sein. Wir haben nämlich heute aus den Bereichen Design, Kosmetik und E-Learning alles dabei. Das erste Startup ist Salted Beauty. Salted steht für wirksame Hautpflegeprodukte mit Inhaltsstoffen aus dem Meer. Das Startup ist davon überzeugt, dass das Wohlfühlen in der eigenen Haut ein wesentlicher Bestandteil des Selbstseins ist. Deshalb will Salted die Gemeinschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher dazu ermutigen, ihre eigenen Schönheitsmaßstäbe zu setzen, sich nicht mehr mit anderen zu vergleichen und für die eigenen Werte und Überzeugungen einzustehen. Und natürlich das große Plus, Salted unterstützt die Kundinnen und Kunden dabei, durch ihre Konsumentscheidungen einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt und die Gesellschaft zu haben. Außerdem dabei ist heute das Unternehmen Kursinsel. Kursinsel gibt Kindern die Möglichkeit, ihre Interessen zu entdecken und ihre Leidenschaften bequem von zu Hause aus nachzugehen. Das Berliner Startup bietet Zugang zu einer Vielzahl von interaktiven Online-Kursen, von Zeichnen, Tanzen, Wissenschaft bis hin zu Minecraft und viel mehr. Golfblocks schließt heute die junge Startups-Runde ab. Golfblocks konzipiert und designt Coworking Spaces für Golfanlagen, die sogenannten Blocks. So will das Startup die Flächenproduktivität steigern und einer neuen Generation von Golferinnen und Golfern ein Zuhause geben, einen attraktiven Arbeitsplatz direkt am Abschlagsübungsplatz. Ja, bevor ich jetzt zu viel verrate, geht es nach den Verbraucherhinweisen auch direkt los. Werbung. Recap ist die ideale Wachstumsfinanzierung für alle Software-as-a-Service-Unternehmen. Erhalte mit Recap bereits heute Zugriff auf die zukünftigen Umsätze aus deinem Abo-Geschäftsmodell und investiere sie zum Beispiel in Marketing- und Sales-Aktivitäten oder den Ausbau deines Teams. Mit Recap kannst du somit schneller wachsen, ohne dafür Anteile und die Kontrolle über dein Unternehmen abgeben zu müssen. Buche deine Demo jetzt auf re-cup.com/insider. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. In unserer heutigen Vorstellung begrüßen wir Moritz Richter, Co-Founder und CEO von Salted Beauty. Lukas Schürmann, Co-Founder von Kursinsel. Carolina Hinrichsen, Founder und CEO von Golfblocks. Und jetzt geht es los mit Salted Beauty, individualisierte Hautpflege aus dem Meer. Was ist euer Produkt? Wir sind die D2C-Kosmetik-Brand in Deutschland, die für Individualisierung steht. Und wir machen Personalisierung einem breiten Publikum zugänglich. Wie machen wir das? Wir stellen mithilfe eines kurzen Hauttests, den wir Matchmaker nennen, eine auf deine bzw. die Bedürfnisse unserer Kundinnen abgestimmte Hautpflege zusammen. Wer seid ihr? Insgesamt sind wir 36 Leute. Unser Team besteht aus Consumer Goods und D2C-Experten und im C-Level sind Miriam, die sich ums Thema Produkt kümmert und davor in einem Kosmetikkonzern war, Flo, der alles rund um Operations macht und ich, der mich um die Themen Marketing und People kümmert. Was wird durch euer Produkt besser? Die Haut unserer Kundin, sonst würden wir bzw. unsere Produkte etwas falsch machen und am Ziel vorbeilaufen. Und dann wollen wir am gesellschaftlichen Verständnis von Schönheit rütteln, denn wir glauben, ich, aber auch alle im Team, dass Schönheit etwas sehr, sehr Individuelles ist. Und das wollen wir bei unseren Kundinnen verankern und wollen sie ermutigen, das auch Tag ein, Tag aus zu leben. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
mit unserem Marketing wollen wir möglichst viele Kunden natürlich erreichen und vor allen Dingen nicht nur erreichen, sondern wie ich eben erwähnt habe, in ihrer individuellen Story zum Thema Schönheit auch abholen und emotional auch berühren. Dann als zweiten Schritt müssen natürlich unsere Produkte überzeugen. Wir wollen, dass Kunden nicht nur einmal unsere Produkte kaufen, sondern sogenannte Heavy Users am Ende werden, die uns dann auch weiterempfehlen und. Und am Ende, und das macht uns auch ein bisschen aus, wollen wir, dass genau diese Kunden dann fester Bestandteil unserer Community werden und uns gemeinsam weiterentwickeln mit Wünschen, mit Feedback, mit Anregungen. Wer ist eure Zielgruppe? Wir sind als Unternehmen vor allen Dingen in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und unsere Kundinnen sind zum größten Teil weiblich und Social Media affin. Aber, und das ist mir ganz persönlich auch wichtig, unsere Produkte kann man natürlich auch als Mann benutzen. Wer sind eure Investoren? Bei uns sind unter anderem Emil Capital, das ist der Venture Capital Arm von Tengelmann, Beate Fastrich, ehemalige Geschäftsführerin von Estelo der Deutschland und Christian Kreiner, CEO vom Kaufhaus Ludwig Beck am Münchner Marienplatz investiert. Die und einige andere Investoren unterstützen uns seit mittlerweile schon knapp 2 Jahren. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Wir konnten im letzten Jahr unseren Umsatz vervierfachen und wollen dieses Jahr nochmal den Umsatz verdoppeln und sind da auch voll im Plan bisher. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Zum einen hat es natürlich gefreut, dass wir letztes Jahr unseren Umsatz vervierfachen konnten. Aber weg vom Umsatz ist natürlich auch jeden Tag schön zu sehen, dass wir von 2 auf mittlerweile 36 Leute im Team gewachsen sind, dass wir knapp 140.000 Follower auf unseren Social-Media-Plattformen haben und dass es dann sozusagen die Kleinigkeiten jeden Tag sind, jedes einzelne Kundenfeedback schöner noch, wenn es positiv ist, das uns sehr, sehr freut. Mich persönlich, aber auch uns als Team. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? Wir wollen das D2C-Unternehmen und zwar nicht nur in Anführungszeichen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, sondern generell sein, das für personalisierte Kosmetik steht, schnell und einfach gut umgesetzt, gemeinsam mit unseren Kundinnen entwickelt. Und dann ist mein Vorschlag, wir machen in 3 Jahren diesen Podcast einfach genauso nochmal und zwar am Meer, da wo unsere Produkte ihren Ursprung haben. Das war die Vorstellung von Salted Beauty, individualisierte Hautpflege aus dem Meer. Und jetzt stellt sich vor, Kursinsel, ermögliche deinem Kind Interesse zu entdecken. Was ist euer Produkt? Mit Kursinsel wollen wir es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ihre Interessen und Leidenschaften zu entdecken und ausleben zu können. Kursinsel ist dabei ein Marktplatz für interaktive Live-Kurse für Kinder via Zoom. Das heißt, es sind Kurse, die via Zoom stattfinden, die von einem Kursgeber, einer Kursgeberin geleitet werden, immer mit einer kleinen Gruppe von Kindern. Beispiele für solche Kurse sind gemeinsam malen, basteln, tanzen, Kinderyoga, aber auch gemeinsam programmieren oder Photoshop-Skills gewinnen. Gleichzeitig sind es aber auch die Interessen und Leidenschaften von der neuen Generation Z und Alpha. Das heißt, es sind Themen wie Architektur in Minecraft oder wie mache ich ein richtig cooles TikTok-Video. Und dadurch, dass diese Kurse via Zoom stattfinden, sind sowohl örtlich als auch zeitlich flexibel. Das heißt, wir können auf die besten Kursgeber im ganzen deutschsprachigen Raum zurückgreifen und auf die kann zugegriffen werden, von egal wo man wohnt. Was aber wichtig ist, dass es zugleich auch sozial ist. Das heißt, die Kursgeber, Kursgeberinnen gehen auf die Kinder ein, die Kinder können jederzeit Fragen stellen und die Kinder lernen sich auch untereinander kennen, was eben diese sozialen Aspekte stark fördert. Und so ermöglichen wir es den Kindern überhaupt erst Zugang zu einer großen Vielfalt von Interessen und Leidenschaften zu bekommen, diese Kurse dort auszuprobieren und zu schauen, wo habe ich ein Interesse, wo habe ich eine Fähigkeit, die ich vielleicht auch entwickeln möchte und das dann richtig in einem Rahmen des Hobbys auszuleben. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Kursinsel wurde von Raphael Destappen und mir, Lukas Schimmern, gegründet. Raphael hat seinen Bachelor in Maastricht gemacht, dabei ein Auslandssemester an der Technischen Universität in Singapur gemacht und seinen Master an der WU. Nach dem Studium hat er als Venture Developer bei WhatX gearbeitet, dem Company Builder von Fisman, und dort ein Entwicklerteam geleitet und da eine Native App entwickelt und zur Marktreife gebracht. Ich habe meinen Bachelor in Münster gemacht, dabei ein Auslandssemester in den USA, dann meinen Master auch an der WU, dort habe ich Raphael kennengelernt, dabei ein Praktikum bei Sherry Ventures, dem Venture Capital Unternehmen in Berlin,
und nach dem Studium als Founders Associate bei einem Picos Venture Medkitdoc angefangen und dort mit denen zusammen eine Seedrunde von 7 Millionen gerast. Welches Problem löst ihr? Lassen Sie uns gemeinsam in das Leben von Kindern in der heutigen Zeit schauen. Kinder lernen in der Schule das, was auf dem Lehrplan ist, und haben Zugang in ihrer Freizeit zu den Angeboten, die in ihrer Umgebung sind. Und das sind schließlich begrenzte Angebote. Die Vielfalt von Themen und Interessen, die Kinder heutzutage haben, wird nicht mehr von dem Angebot, was es lokal verfügbar ist, abgebildet. Zudem wollen wir Kindern ja wirklich die Möglichkeit geben, eine Vielfalt von Themen auszuprobieren, damit sie schauen können, woran habe ich wirklich ein Interesse, wo habe ich eine Leidenschaft, wo habe ich vielleicht auch eine Stärke, die ich als Fähigkeit wirklich ausbilden möchte, um dann zu schauen, wie möchte ich eigentlich meine Zeit nach der Schule, heißt wirklich in der Freizeit, als auch wirklich nach der Schule, als wenn es dann Richtung Studium geht, nutzen. Was möchte ich eigentlich verfolgen, wo möchte ich mehr Zeit investieren? Durch Kursinsel können Kinder nun endlich unabhängig von ihren Eltern und unabhängig von dem, wo sie wohnen, Interessen und Leidenschaften ausprobieren und ausleben. Das heißt, durch uns kriegen sie erstmal Zugang zu einer großen Vielfalt von Themen und Interessengebieten, die sie wirklich ausprobieren können, ohne dass ihre Eltern sie fahren müssen, ohne dass es irgendeine Verpflichtung hat oder besonders teuer ist. Und dann wirklich schauen können, wo habe ich ein Interesse, wo habe ich vielleicht auch eine Leidenschaft oder vor allem auch eine Stärke, die ich stärker ausbauen möchte, die ich verfolgen möchte, wo ich meine Freizeit wirklich als Kind nutzen möchte und auch schauen kann, was interessiert mich außerhalb der Schule, was möchte ich vielleicht nach der Schule, heißt in meiner Freizeit, aber auch wirklich nach der Schule, heißt Richtung Studium oder Ausbildung, Richtung Job, was möchte ich da wirklich machen? Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell funktioniert klassisch nach einem Marktplatz. Das heißt, wir nehmen eine 30%ige Take-Rate von jeder Kursgebühr. Wir haben aber starke Potenziale hin zu einem Subscription-Modell, wie Urban Sports das eingeführt hat, also S, M und L, wo man eine gewisse Anzahl an Kursen Zugang bekommt, sodass auch besonders der explorative Charakter für die Kinder ermöglicht wird. Zudem sehen wir das Potenzial als B2B, Employer Benefit Programm, da Familien immer stärker in den Fokus von Unternehmen gerückt sind. Wer ist eure Zielgruppe? Die Kunden von Kursinsel sind junge Familien mit Kindern im Alter von 5 bis 18 Jahren. Zu Beginn fokussieren wir uns aber auf eine gewisse Altersgruppe, da dort sehr starke Ähnlichkeiten von den Kindern bestehen, wir hier ein tolles Kursangebot schnell aufbauen können, um dann aus dieser Kundengruppe stark in die anderen Kundengruppen wachsen zu können. Wie seid ihr finanziert? In diesem Teil wird es nun spannend für zuhörende Business Angels. Raphael und ich haben unsere Jobs Ende letzten Jahres gekündigt, um seit Januar Fulltime an Kursinsel zu arbeiten. Dabei haben wir das Berliner Startup-Stipendium bekommen, sodass wir die Company bisher gebootstrapped haben und die Meilensteine damit erreicht haben. Nun können wir mit diesem Rückenwind eine sehr spannende Business Angel-Runde zusammenstellen, die wir Mitte Juni starten werden, die aus EdTech- und Marketplace-Gründern bestehen wird. Und wenn hier noch zuhörende Investoren dabei sind, können sie uns schreiben, um mit uns Termine für Ende Juni auszumachen. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Seit Beginn von Kursinsel konnten wir bereits einige Erfolge verbuchen. Der erste Erfolg war der Aufbau einer Early Adopters Gruppe von jungen Familien, Müttern, Vätern und deren Kindern. Da Raphael und ich beide keine Kinder haben, wollten wir möglichst nah an der Kundengruppe sein und sind es immer noch. Mit denen zusammen haben wir dann auch kursinsel.de aufgebaut. Heißt den full transaktionalen Marktplatz gebaut, sodass dieser jetzt auch live ist. Der nächste Schritt war der Aufbau vom Supply, heißt den ersten richtigen Kursgebern. Hier konnten wir direkt erkennen, dass es super möglich ist, richtig gute Kursgeber, Menschen mit Erfahrung und Leidenschaft zu gewinnen und denen wirklich Reichweite zu bieten, sodass die Value Proposition auch für die eine super starke ist. Gleichzeitig konnten wir ein Proof of Concept für die Kurse an sich vollziehen. Das heißt, wir haben Kurse durchgeführt mit dieser Early Adopters Gruppe, in denen wir wirklich positives Feedback bekommen haben, dass die Kinder 45 bis zu einer Stunde super einem Kurs folgen können und dabei super viel Spaß haben. Dabei lernen sich die Kinder auch untereinander kennen, interagieren und somit funktioniert auch wirklich diese soziale Komponente sehr stark. So hatten wir Geschichten, dass Kinder danach dem Kurs zu ihrer Mama runtergerannt sind und die drei Zaubertricks vorgeführt haben, die sie gerade bei Alex kennengelernt haben und nächste Woche dabei sein wollten. Zudem konnten wir am WU Accelerator teilnehmen und einen Artikel in der Wirtschaftswoche bereits bekommen, sowie weitere Media Press. Was glaubt ihr,
Wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? In 3 Jahren wird es Kursinsel bereits erreicht haben, mehr als 250.000 Kindern es zu ermöglichen, ihre Interessen, ihre Leidenschaften wirklich zu finden, indem sie sie ausprobieren und in digitaler Form wirklich ausleben konnten. Es ist jetzt schon die digitalste Generation, die es jemals gab. Für die ist Online-Nachhilfe durch Anbieter wie GoStudent immer mehr zum Normal geworden. Wir glauben, dass es damit nicht aufhört. In Zukunft werden Kinder mindestens ein Interesse, mindestens ein Hobby in digitaler Form ausprobieren und ausleben und somit die Fähigkeiten für die Zukunft wirklich bilden. Dabei wird Kursinsel der größte Anbieter werden, wenn es darum geht, dies auf digitale Art und Weise zu tun. Das wird möglich sein durch die vielfältigsten und die besten Kurse in den unterschiedlichsten Formen, interaktiv live sowie on demand und durch wirklich soziales Lernen, indem wir es Kindern ermöglichen, sich über diese Interessen und Themen, unabhängig von dem, wo sie wohnen, miteinander zu verbinden. Und wenn das für dich als Zuhörer interessant klingt, dann melde dich jetzt bei uns. Wir wachsen als Team gerade sehr stark und heiern auf den unterschiedlichen Positionen und freuen uns auf tatkräftige Unterstützung für Leute, die diese Mission teilen und uns auf dieser Reise unterstützen wollen. Das war die Vorstellung von Kursinsel. Ermögliche deinem Kind, Interesse zu entdecken. Und jetzt stellt sich als letztes vor Golfblocks. Wir bringen Cowork auf deine Golfanlage. Welchen Service bietet ihr an? Wir konzipieren und designen Coworking Spaces, vor allem für Golfanlagen. Wir nennen das unsere Blocks. Und das Ziel ist es, dass wir damit die Flächenproduktivität steigern und gleichzeitig einer neuen Generation von Golfern und Golferinnen ein Zuhause geben. Und zwar einen attraktiven Arbeitsplatz direkt am Abschlagsübungsplatz. Und gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir unsere Blocks als modulare, nachhaltige Bausysteme komplett um. Das heißt, wir bauen sie in verschiedenen Modellen, vom kleinen 12 Quadratmeter Putt bis zu 125 Quadratmeter. Und den nennen wir Albatros im Seecontainer-Design. Wir begleiten diese Projekte von der Planung bis hin zu einem funktionierenden Betriebskonzept und dabei haben wir immer, und das ist uns ganz wichtig, die passende Zielgruppe fest im Blick. Und wir bauen vor Ort eine Community auf rund um das Angebot und betreuen die Blocks durch ein Online-Buchungssystem, mit dem sich Golferinnen und Golfer und Unternehmen direkt einmieten können. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Gute Frage, wer sind wir? Wir sind ein bunter Haufen von Architektin über Designer zu Juristin, Marketeer, Texterin, Dramaturgin und Entwickler. Und ich finde, es ist ganz schön viel dabei. Angefangen von Festangestellten, Freelancern, Werkstudenten. Und hier gilt vor allem auch, dass wie es für jeden passt, denn wir arbeiten flexibel und wir leben und arbeiten im New Work Style. Das Kernteam bei uns sind insgesamt 7 Personen. Neben mir als Gründerin ist noch mein Mann als Gesellschafter mit an Bord. Dann haben wir unsere 2 Architektinnen, Joanna Kowalik und Emmy Panther, und unterstützt werden die beiden von unserer Materialmanagerin, ebenfalls Architektin, Innenarchitektin und Tischlerin Stefanie Schwarz, die auch für den optimalen Ablauf unserer Prozesse den Hut auf hat. Unser Marketing und die Contentproduktion liegt alles bei Miriam Schwillus. Und ganz frisch an Bord ist unser Werkstudent Manu Vogt, der mit mir gemeinsam den Vertrieb einfach pusht. Was ich an diesem Team so liebe, ist, dass wir unfassbar große Power entwickeln. Und ich glaube, das liegt daran, dass jeder von uns und jede von uns weiß, was wir können und was wir nicht können. Und wir vertrauen einander und wir wissen, dass richtiges Teamwork einfach stark macht. Wir schmeißen alle unsere Talente in einen Topf und herauskommen wirkungsvolle Ideen, kreative Designs, jede Menge Spaß und unfassbare Ergebnisse für so eine kurze Zeit. Welches Problem löst ihr? Ja, welches Problem lösen wir in dieser Branche? Ich glaube in allererster Linie das Thema Flächenproduktivität von Golfanlagen. Während der Pandemie habe ich selber viel Zeit auf dem Golfplatz verbracht und durch viele Gespräche wurde mir bewusst, in welcher Misere die Branche eigentlich gerade steckt. Und dass andere Gästekonzepte dringend gebraucht werden, um Golfanlagen zu erhalten und alle Generationen und Altersgruppen wirklich anzusprechen und auch zu halten.
Durch den modularen Bau machen wir es möglich, auch im Naturschutzgebiete unsere Blocks zu platzieren, und durch ihre nachhaltige Bauweise greifen sie nur minimalinvasiv in die Natur ein und sind komplett rückbaubar. Wir geben der Golfbranche Aufwind, würde ich sagen, und wir schaffen Raum für New Work. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell basiert auf verschiedenen Säulen. Zum einen auf der Vertriebs- und Vermarktungsleistung durch unsere Buchungsplattform, aber auch durch Menschen, die bei uns tatsächlich aktiv für die Golfanlagen Vertrieb machen, und zwar für das Thema Cowork und Teamwork. Das heißt, in unserer zweiten Säule schaffen wir Räume, wo genau dies umgesetzt werden kann. Das kann zum einen im bestehenden Clubhaus sein, dass wir Räume neu nutzen, umwidmen, umbauen und diese Konzepte halt reinbringen durch unsere Designleistung und Bauleistung, die wir gemeinsam mit Partnern umsetzen. Oder auch durch komplette Aufsatz von Neubauten, entweder an der Driving Range oder in anderen Teilen der Golfanlage durch unsere Blocks. Das heißt, von der Konzeption, dem Design über den Bau bis hin zur Vermarktung und dem funktionierenden Betriebskonzept funktioniert dieses Geschäftsmodell. Ganz spannend vielleicht zu wissen an dieser Stelle, nicht jeder muss mit einem großen Einmalinvest hineingehen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, dass unsere Kunden die Blocks leasen können. Wer ist eure Zielgruppe? Mit unserem Angebot selber wenden wir uns in erster Linie an Golfplatz-Eigentümer, die auf ihren Anlagen etwas verändern wollen und müssen, um rentabel zu sein. Aber auch diejenigen, die innovativ vordenken und sich zukunftsorientiert aufstellen möchten. Unsere Blogs selber sind für alle, die mobiles Arbeiten mit ihrer Liebe zum Golfsport verbinden möchten. Aber auch für Nicht-Golfer und Golferinnen, die finden hier einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz. Denn Golfanlagen bieten Natur pur, frische Luft und eine riesengroße Spielwiese. Und wie ich denke, ein ideales Terrain für selbstständige Startups und Unternehmen, die sich solche Orte suchen, um Geschäftsmodelle und Produkte eben weiterzuentwickeln. Das gibt Raum für neue Strategien, für Produkte und Erfolgskonzepte, für mehr Kreativität und für Zufriedenheit. Hier trifft man sich, um Synergien zu nutzen und um gemeinsam etwas zu bewegen. Wie seid ihr finanziert? Wir sind komplett eigenfinanziert und streben auch in naher Zukunft an, es genau dabei zu belassen. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Unser Geschäft hat sich von der Idee zum Businessmodell entwickelt. Mittlerweile haben wir 6 Blocks in Serie definiert und festgelegt, 3 InDesign-Linien, Pop, Urban und Organic. Unser erster Firmensitz war noch meine Privatwohnung. Dann waren wir im Cowork und jetzt haben wir einen eigenen Sitz, ein eigenes Büro, wenn man so möchte. Aber wir nennen es Kreativraum im Günzelkiez. Der ist seit Dezember 2021 unser Zuhause und unser Team wächst. Das heißt, wir werden nicht nur personell mehr, wir sind laut geworden und in der Golfszene schenkt man uns Gehör, sei es eben auf Events wie der BMW International Open oder im aktuellen Golfmanager-Magazin, das gerade einen Artikel über uns veröffentlicht hat und uns auch noch die nächsten 3 Jahre begleiten wird. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Ja, jede Menge. Der erste Erfolg, ich habe gegründet. Und ich würde sagen, nach 16 Jahren im Konzern mache ich endlich mein eigenes Ding. Und es geht weiter damit, dass ich wunderbare Menschen in der Golfbranche begegnet bin, die genau dieselben Baustelle wie ich sehen, die dort anpacken wollen und was bewegen. Und dann habe ich mittlerweile wirklich ein wundervolles Team, das New Work mit mir lebt und in dem wir gemeinsam unfassbar viel schaffen. Und zu guter Letzt stehen die ersten 2 Kunden in der Pipeline. Und da dürft ihr gespannt sein. Und weiter geht's. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? Puh, was für eine Frage, wo wir in 3 Jahren stehen werden. Ich wünsche mir, dass wir uns im Team ansehen, lächeln und einen Sinn sehen, vor allem in dem, was wir tagtäglich schaffen.
Ich wünsche mir, dass Coworking auf Golfplätzen eine ganz normale Sache geworden ist und Golfer und Golferinnen sofort wissen, was gemeint ist, wenn der Name Golfblocks fällt. Deutschlandweit sehe ich um die, sagen wir mal, 10 Anlagen, die mit unseren Blocks Riesenschritte nach vorne gegangen sind. Und wenn es möglich ist, möchte ich gerne langfristig eine Stiftung gründen, um aus den Blocks auch Schulen zu bauen. So würde ich gerne Bildung für die zugänglich machen, die sonst weniger Chancen im Leben haben. Und am liebsten als Crowdfunding von denen, die gemeinsam in den Blocks auf den Golfplätzen in der ganzen Welt aktiv sind. Das war die Vorstellung von Golfblocks. Wir bringen Cowork auf deine Golfanlage. Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de/junge-startups. Ja, wir sind mal wieder am Ende der Rubrik Junge Startups für diese Woche. Es hat mich wie immer sehr gefreut und ich hoffe, ihr konntet auch den einen oder anderen Tipp aufschnappen. Das war es von meiner Seite und ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.